Es macht immer Choo-Choo. Es macht immer Choo-Choo. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Aber let's play Plastic Soldier Sailor Moon. And verdammt nochmal, ich habe gehofft, dass der Typ endlich aufhört zu reden. Ich habe manchmal das Gefühl, meine Lunge platzt, wenn ich das tue und hier im Knight Rider mitfahre. Okay. Bevor ich mich aufmache zur Nicht-Mugen-Schule. Nein, ich bin gerade ins falsche Gebäude gelaufen. Das wollen wir nicht. Nein. Ich möchte wieder zum Juwelenhändler, um ein paar Ausrüstungsjuwelen zu kaufen. Für das, was vor uns liegt. Wieder so ein bisschen ausprobieren Zeug, sage ich jetzt mal, wenn ihr wisst, was ich meine. So, ich werde mal kurz noch ein bisschen... Nein, nicht zwei. Na, zwei müssen reichen. Und Bram Jokers Dracula hatten wir, glaube ich, schon mal. Nein. Bracelets müsste ich eigentlich noch genug haben. Ich kaufe auch mal zwei. Was soll ich mit meinen vielen Jens anfangen? Ich habe so viel Zeug zur Verfügung zum Ausgeben. Obwohl, mir fällt gerade was ein, wo ich sie ausgeben könnte. Nun denn, ich werde jetzt kurz offscreen wieder zur Mugenschule zurückfahren mit dem Bus. Und dann sehe ich euch dort wieder. Bis gleich. Okay, ich bin zurück. Wisst ihr, was absolut grausam ist? Sailor Moon Another Story und, wie nennt sich das Spiel noch gleich, Chrono Cross, haben genau umgekehrtes Button-Layout fürs Schnelllaufen und fürs Bestätigen. Schnelllaufen hier, X. Bestätigen Kreis. Also auf meinem Dingspad. Na, ist ja auch egal. Ich muss es hier vorlesen. Du bist spät, ihr zwei seid spät. Sailor Neptune! Komm schon, lasst uns gehen und kleinem Amerika helfen. Sailor Uranus! Aber wir wissen nicht, wo kleines Amerika ist. Im Westen vielleicht? Wir haben des Gegners Versteck gefunden. Kleines Amerika muss dort sein. Wo wart ihr zwei überhaupt? Kleines Amerika muss müde sein, auch. Auch müde sein, meine ich. Lasst uns den Sailor-Teleport benutzen. Den kann ich eigentlich nur benutzen, wenn alle inneren fünf Kriegerinnen versammelt sind, die gerade nicht da sind. Penner. Nun, dann lass uns gehen. Ja, vielleicht kann die Katze anschieben. Natürlich, die Katze ist nie... Die Katze Luna ist nie mitgeflogen. Mitteleportiert hatte sich niemals bei den Sailor-Teleport-Einheiten. Aber woher wissen wir, dass kleines Amerika hier ist? Entschuldigung. Wir haben die Rülpsgeheuche von hier gehört. Wir zwei haben herausgefunden, dass die Gegner dieses Versteck hier ausfindig gemacht haben oder sowas. Wir haben... Wir haben beides gespürt. Das Heimweh und die böse Energie. Natürlich haben wir das Heimweh gespürt. Klar! Wie? Wie spürt man Heimweh? Keine Ahnung. Schmerzen in der Brust? Keine Ahnung. Wie dem auch sei, wir wissen, dass kleines Amerika irgendwo hier in diesem Gebiet sein muss. Wir wissen nicht genau, wo sie ist, aber wir müssen nachher Ausschau halten. Und wir dachten, es wäre schneller, wenn wir dich mitbringen, Sailor Moon. Außerdem hätten wir niemals diesen scheiß Teleport ohne dich durchziehen können. Und einen normalen Weg in diesen Wald gibt's natürlich nicht. Jedenfalls nicht ohne Rückst. Komm schon, lass uns losgehen. Legen. Whatever. Okay, ich gehe erstmal hier entlang, weil es hier... Moment, ich sollte erstmal Kolonie finden. So, bevor ich in den nächsten Kampf gehe. Das Problem ist, dass die Formation hier wieder mal total ab... Wie ich gesagt habe, der Abbrechen bzw. Schnelllaufen-Knopf mit dem bestätigen Knopf ist hier anders als bei Chrono Cross. Vertue mich jedes Mal, wenn ich hier unterschiedlich in die Spiele wechsle. So, Formation. Tut mir leid, würde ich nicht so schnell sprechen, wäre das LP zu Ende, bevor ich das gemacht habe, was ich machen will. So, Sailor Saturn ist nach wie vor ein Powerhouse. Und kommt in die Mitte. Sailor Uranus und... nein, so rum. Sailor Uranus und Sailor Neptun werden die Flanke flankieren. Und jetzt werde ich ein wenig ausrüsten. Hier, Sailor Uranus. Haben nämlich nix, gar nix. So, du bist die Powerfrau, deswegen bekommst du Bracelets. Und ein... Moment mal. Ach, da, Tiara, genau. Weil sie hält quasi nix aus. Ich hoffe, dass ich hier ein paar Level-Ups kriege. Gleichenfalls quasi für Sailor Neptun. Ich hätte vielleicht doch noch ein Bracelet kaufen sollen. Na egal, dann hält die wenigstens was aus. Außerdem finden wir hier natürlich... Das heißt natürlich, hoffentlich auch noch ein bisschen Kram. Ich werde mich vielleicht so ein bisschen hier verlaufen. Ich habe eine tolle Puppe gefunden. Es ist leer. Ich wusste tatsächlich noch nicht mal, dass da was ist. Das Ding habe ich aber im Testrun gar nicht gefunden. Der Grund, weswegen ich... World Shaker kommt mir ganz schnell, weil Death Reborn Revolution ist einfach ein Powerhouse. Es macht alles weg. Es macht vernichtend... Bah, ey.
Da hat nichts eine Chance gegen. Uranus Level up, Neptun Level up, kackt die Attacke ab. Aber sie ist kein Attacke-Kriegerin. Na, da fällt sie was auf. Egal, ich gehe einfach weiter durch diesen finsteren, dunklen Wald, wo das kleine Rotkäppchen an Newspapers austrägt, weil der böse Wolf nicht lesen kann. So, haben wir einen neuen Gegner? Nein, aber es ist egal. Ich brauche einen Turboknopf. Es lohnt sich fast nicht, diese Kämpfe rauszuschneiden. Weil wow! Jetzt wisst ihr, warum Sailor Saturn für mich so eine Art Staple ist für die Charakterbildung. Es gibt ja noch einen anderen Gegner. Ich habe einen Bread Roll, eine Brotrolle gefunden. Hier gab's noch einen Speicherpunkt in den Typen hier. Nein, ich wollte doch den Typen. Ich wollte mit dem Typen reden. Spiel. Ah ja, genau. Budokai. Budokai aus der Kiste. Ja, im Grunde wird für doch gewisse Zeiten des Spiels Sailor Saturn. Ja, wie soll ich es nennen? Das Spiel vereinfachen. Und zwar ganz krass. Vor allem dann, wenn sie auch noch 2 Stärkepunkte bekommen. Das ist für ihre Verhältnisse sau viel, auch wenn es andere gibt, die mehr kriegen. So, Mineralreisen. Ja, ich habe dich eben schon mit okay angelabert. Okay, was hier ganz interessant ist, sind, ja, Bento-Sets bedeutet, alle bekommen HP dazu. Oder Kolonie. Spricht man das Kolonie aus? Es ist nicht Cologne, es ist nicht Köln. Gibt allen sämtliche Magiepunkte wieder, deswegen unglaublich krass. Ihr habt keine Ahnung, was eine Toilette macht, aber es kostet viel, also muss es gut sein. Aber weswegen ich eigentlich hier bin, ist Maniküre. Maniküre, Maniküre, Maniküre. Ich werde viel Maniküre. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das Geld für irgendwas später noch brauche. Ich werde jetzt viel Maniküre einkaufen. Erstmal und speichern bis gleich. Doch bevor ich speichere, hätte ich eigentlich noch ein Feature einsetzen sollen, was ich früher schon mal einsetzen wollte. Aber ist bisher. Ist hier noch was? Aqua. Oh, hier ist das tatsächlich. Okay, das ist nämlich schön. Ich habe mich erst. Nein! Oh, Button Layout, ich hasse dich. Was ich hier gefunden habe, sind die Spezialohrringe für Sailor. Neptun! Oh Gott, also ich hasse es, dass sowas. Manchmal auf das Wort nicht komme. Das Problem ist manchmal. Uranus Level up. Und Neptun Level up. Okay, damit habe ich es drin. Das Problem ist diese Spezialausrüstung, die Sailor-Krieger spezifisch ist. Deswegen glaube ich hier nochmal ein bisschen rum. Ist so dermaßen gut. Und abseits dessen, was man sich so kaufen kann, dermaßen potent. Das ist ein wahnsinniger Nachteil wäre, wenn man es verpassen würde. Deswegen kapiere ich nicht, dass sie manchmal das Zeug einfach. Uranus Level up. Und Moon Level up. Und Saturn Level up. Und Neptun Level up. Alles Level up. Dass sie manche Ausrüstung einfach auf dem Serviertablett quasi servieren. Nigiri Set, awesome. Und manche Sachen einfach. Violette Rose, noch beschissener. Keine Ahnung, was es tut. Also manche Sachen auf dem Serviertablett servieren und manche Sachen so dermaßen gut verstecken, dass ich es niemals finden würde, wenn es nicht Zufall gewesen wäre. Mein Gott. Man könnte fast denken, ich bin für dieses Gebiet zu overpowered gerade. Moment, nein. Und zum Amber Earring. Oh yeah, genau das, was ich für Sailor Uranus benötige. Ich hoffe, ich habe jetzt hier tatsächlich nichts übersehen. So, bevor ich die hier rette, muss die Zeit dazu sein. Ja, will ich umzukleiden, natürlich. So, Amber Earring. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, wo es das zweite Ausrüstungsstück gibt für die beiden Outer Senshis hier. Ich hoffe, ich habe es noch nicht vergessen, übersehen oder sonst was. Ich rede jetzt einfach mit dir. Kleines Amerika! Sailor Moon! Dieser grünhaarige Junge wollte mich retten, aber er hat sich hier mit seiner Frisur auf dem Boden versteckt und deswegen kann ihn keiner mehr finden. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Nein, wir haben uns niemals Sorgen gemacht. Nicht für kleine rosa Dinger. Rosa Spielcharaktere in Spielen bringen immer nur Ärger und sind ätzend. Beweis ist Juju, Beweis ist Poschul. Hm? Wer ist dieses Kind, kleines Amerika? Sein Name ist Ansha. Er hat mich beschützt, aber er wurde zusammengebrochen und gedroschen. Er hat geholfen, Momo-chan zum Haus zurück zu teleportieren oder sowas. Wir kamen hierher, indem wir in den Himmel geflogen sind. Moment mal! Ihr seid erst zu Momo-chan und seid dann hier hingeflogen? Wo ist der Sinn? Ja, ich weiß, Magie. Hey, kleines Amerika-chan-Lein. Ritter. Nee, er ist das kleine. Das Ritter erscheinende Rüstung für das kleine Amerika-chan-Lein. Hey, das ist nicht wahr! Aber er hat die Kraft, um Gegner zu zerstören und die Kraft zu fliegen. Ich frage mich, wer er ist. Normaler Mensch, kann ich auch. Ich flieg auch jeden Morgen zur Arbeit. Über die Autobahn. Viel zu schnell. Mit einem viel zu wenig PS-Wagen. Vielleicht. Ich spreche in Telepathie zu euch und so macht es keinen Sinn, dass der Bildschirm dunkel geworden ist. Wenn die Prinzessin freigesetzt wird von meiner Schwester, vom Einfluss meiner Schwester, dann ist es vorbei.
Es muss Telepathie sein, oder? Neptun, Ansch hat mir geholfen. Weißt du, hast du ihn verdächtigt? Yeah, auf, badada, badada. Tut mir leid, kleines Amerika. Danke dir, Ansch, dass du Chibiu, kleines Amerika, beschützt hast. Nun, kleines Amerika, du musst das die Sache uns nun überlassen. Nein, ich gehe mit! Bäde, bäh! Nein, nach diesem Punkt ist es viel zu gefährlich. Wenn du gehst, gehe ich auch! Wenn du gehst, Sailor Moon, dann muss ich auch gehen! Auch wenn ich mich gerade wiederhole. Dieses Kind auch? Sailor Moon, gebe die Hoffnung nicht auf. Dieses Kind kann mitkommen. Dann haben wir ein Ablativschild. Seit der Barra zum kleinen Amerika-Lein-Gins geantwortet hat. Würde es nicht besser sein, wenn sie mitkäme? Ja, würde das nicht besser sein, wenn sie nicht mit uns kommt? Moment. Wäre es nicht gefährlicher, wenn sie nicht mit uns kommen würde? Zumindest für sie? Okay, ich gebe auf. Kleines Amerika, du kannst mit uns kommen. Aber du musst zuhören. Du darfst nicht tun, was du willst. Okay. Danke dir, Sailor Uranus und Sailor Saturn. Moon! Geschichte, gib mir Schminke. Oh mein Gott, sie ist Captain Roter Ranger geworden. Okay, wir können jetzt in diese Höhle rein. Yay! Wieso ist das eine Eishöhle? Da unten war schönstes Wetter, es war Frühling. Die Blätter im Blühen und hier ist Eis. Das macht keinen Sinn. Sie haben den Kühlschrank offen gelassen. Das ist irgendwie bekannt. Es ist wie Deep Point am Nordpol. Nein! Perilia könnte doch nicht. Mach ich los, Sailor Moon. Nichts, gar nichts. Lass uns gehen. Die wollen uns doch jetzt nicht den Super Endgegner aus Staffel 1 entgegensetzen, Königin Perilia, die mit uns die Ärsche putzt. Ich meine, man braucht ja den Silberkristall, um mit ihr fertig zu werden. Was zum? Eine Menge der Gegner, die wir hier, Moment. Eine Menge der Gegner hier in der Gegend haben wir schon mal gesehen. Wir sind hier in dieser Höhle noch keinem Gegner begegnet. Königin Perilias Teufel. Wir haben hier noch keine Königin Perilia Teufel gesehen. Königin Perilia? Das ist das die gleiche Königin Perilia, die das Mondkönigreich und das Silver Millennium zerstört hat? Warum sind ihre Teufel hier? Hä? Wurde die Königin? Vielleicht ist dieses Mal jeder. Nein, das kann doch nicht sein. Ich muss doch jedem zeigen. Moment, ich habe eine Haare im Gesicht. Ich muss zeigen, dass alle, die hier sind, die ich beschützen kann. Ich meine, dass ich alle beschützen kann. Und so weiter. Jeder Krieger. Was ihr eure Kraft genannt. Was? Was? Hm? Was? Was? Hm? Hä? Was? 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 Versteht ihr das? What is your power? Also, wie wird eure Kraft genannt? Oh mein Gott, Englisch 6. Und der Gins. Und der Gins. Wenn ihr das habt, dann warum könntet ihr her... Was? Wenn ihr das habt, dann warum seid ihr hergekommen? Ich hab keinen Sinn. Yeah, uff, spada da. Die Prinzessin des Ginses. Nein, der Gins der Prinzessin wurde... reagierte mit dem Barra. Das passierte, während ich bewusstlos war. Fragezeichen. Oh mein Gott, mir ist kalt am Boden. Bitte hebt mein Gesicht auf. Ich friere hier fest. Oh mein Gott, meine Haut ist gerade abgezogen worden. Ihr seid irgendwelche Pennerinnen. Ich muss gerade kämpfen. Oh mein Gott, ich habe nicht gespeichert. Oh mein Gott, es ist Boss Time gegen Didi Girl One. Die vom Nordpol. Ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Nein! 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 Screw you! Screw you! Screw you, Sailor Pink! Screw you! Du hast wieder meine Partyaufstellung dazu nicht gemacht, du blöde Pennerin! Mal sehen, ob... Ihr seht jetzt mal den Unterschied, was es heißt, aus der hinteren Reihe das Zeug anzugreifen. Es macht keinen Schaden mehr! Danke! Danke, danke! Mein Gott, das ist das... Es ist so zum Kotzen! Eine meiner Schwächen... Oh Gott, ich hab's total vergessen! Ich hab's total vergessen und ich... Habe ich irgendwas zum Wiederbeleben? Oh Gott, das zieht jetzt sich jetzt total in die Länge. Die mit ihrer prachtbraunen Haarfrisur. Ich kann... Moment. Habe ich irgendwas zum Wiederbeleben? Oh mein Gott, ich kann Mooncup aus... Ja genau, jetzt brauche ich erstmal den Mooncup. Das ist mir jetzt scheißegal. Ja, Sailor Chibi Moon hat auch ihre komische... Moment. Habe ich irgendwas zum Wiederbeleben? Live Water. Heute live vom Ammersee. Das Wasser des Lebens wird benutzt, um eine Jesus-ähnliche Wiedergeburt herbeizuführen. Ja. Yay! Wenigstens etwas. Mal sehen, ob ich mit Luminär irgendwas reißen kann. Ah, du kannst mich jetzt mal... Ich wollte noch...
Wieso hast du keine Fähigkeiten mehr? Könntest du mich nicht auf die Fähigkeit setzen, um meine Fähigkeiten hier zu demonstrieren? Ich wollte eigentlich ein bestimmtes Feature hier demonstrieren, aber nein! Nein, natürlich nicht! Natürlich muss ich hier direkt ohne Speichermöglichkeit gegen einen der Endbosse hier in dieser Höhle kämpfen. Und ihr wisst... Ich bin total unterlevelt hierfür. Ihr seht, dass ich total unterlevelt bin. Mich... Oh mein Gott. Und ich muss jetzt ein bisschen offscreen leveln. Einfach um meinen toten Charakteren das Aufleveln zu ermöglichen, was ich hier verpasst habe. Doch vorher. Ein Feature, was ich am Anfang demonstrieren wollte, aber ich zu blöd war, die Option zu finden. Nämlich, wenn wir Start drücken, kommen wir in dieses Make-up-Link-Feature rein. Und hier können wir unsere Sailor-Kriegerin miteinander koppeln. Sailor Dingsbums hier, die Blonde. Moon natürlich, so heißt die Serie, ist miteinander, das ist jetzt hier erstmal festgelegt, wenn ich eine Kriegerin auf die linke Seite, oder wenn ich mehrere Kriegerinnen auf die, nein, auf die rechte Seite rüberschiebe, wie ich es gerade gemacht habe, und den Y-Knopf drücke, kann ich eine, wie soll ich sagen, eine Teamtechnik erlernen. Ich habe das jetzt gerade gemacht, ich habe jetzt Healing Spray, Protection of Status Single, gelernt. Das ist eine Teamattacke, wodurch ich, ja, einen Team-Move durchführen kann. Und jetzt habe ich hier mit Sailor Mars einen Spiral Fire ja, reingekriegt und jetzt kriege ich hier mit eine Healing Pressure und ich habe keine Ahnung, was das alles tut. Healing Shower. Einfach nur, um das mal zu zeigen. Hiermit kriege ich eine Healing Heart Attack. Oh mein Gott, einen heilenden Herzanfall. Spiral Sparking. Irgendwas? Oder Sparking? Nee. Spiral Reflection. Verdammt. Ja, wir kriegen auch noch Sailor Pluto mit rein. Das sollte jetzt keine große Überraschung sein. Spiral Scream! Und mit Sailor Saturn Spiral Revolution. So, das Problem ist, ich kann das jetzt quasi mit jeder erdenklichen Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Kombination machen. Normalerweise mache ich das immer so schön der Reihe nach. Sabot! Interessiert das euch das überhaupt, was ich hier tue? Ich meine, nicht jede Kombination, die ist beispielsweise jetzt gefailed. Shining Submergy ist drin. Bla bla. Und jetzt noch die hier. Sailor Saturn kann sehr wenige Kombinationen. Und ich gehe normalerweise immer erst so diese Zweier-Kombinationen hier durch. Love me, Bird. Love me, tender. Love me, sweet. Ich setze jetzt meinen Twitter-Tweet. Jinga boom, jinga boom. Es ist so langweilig. Es tut mir leid, ich lese noch nicht mal die Sachen vor. Ich kann ja auch noch nicht mal großartig was empfehlen. Außer eine Zweier-Kombination mit Sailor Saturn und entweder Sailor Moon oder vor allem Chibi Moon. Weil das eine Massenheilung ergibt. Deswegen... Ja, ich mache normalerweise am Anfang des Spiels das direkt, aber es macht am Anfang des Spiels nicht so wirklich Sinn. Moment, wir finden jetzt noch die hier. Crescent Thunder! Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das hier... Pink Sugar Thunder! Interessant, interessant. So, die beiden müssten auch was... Thunder Shaken. Das macht natürlich interessant, wenn man die Kriegerin in die Party mit reinsteckt. Ich kann mir auch nicht merken, wer was kann und so weiter. Wie gesagt, hiernach kommen dann noch... Oh, shit. Das gab sogar tatsächlich was. Ich mach's, glaube ich, offscreen. Deswegen, mal können wir von irgendwelchen Teamattacken profitieren, die wir hier durchziehen. Oder ist das alles totaler Kokolores? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play. Be sure you're Senshi Sailor. Bis dahin, ciao.